Meine Situation ist schnell erklärt. Es war nach der 2000-Wende, als die Atomraketen nur so auf die Erde niederregneten. Die Politik kümmerte sich um Klimawandel und andere Problemchen. Aber niemand hatte es auf dem Schirm, dass ein Wahnsinniger heimlich Atomwaffen baute. Er war der Auffassung, wenn seine natürliche Lebenszeit abgelaufen ist, dass nicht nur er sterben müsste, sondern alle anderen Menschen auch. Kein einziger Mensch hatte in seinen Augen das Recht, weiterzuleben. Er klügelte mit seinen Gefolgsleuten einen miesen Plan aus, sodass mit seinen Atomwaffen eine Kettenreaktion ausgelöst wurde zwischen den Atomwaffen der Weltmächte. Nur ganz wenige Menschen konnten in Atomschutzbunkern Zuflucht finden. Aber nach über 15 Jahren stellte man fest, dass die Wissenschaftler sich geirrt hatten. Ihre berechnete Vorhersage, wann man wieder auf die Erdoberfläche zurückkehren kann, war schlichtweg falsch. Also müssen die Menschen wesentlich länger im Bunker verharren, wie angenommen. Nur das bringt das nächste unmenschliche Problem auf den Plan. Die Vorräte reichen nicht aus, um alle Menschen am Leben zu erhalten. Daher wurde der Entschluss gefasst, dass einige Überlebende den Bunker verlassen müssen. Die Entscheidung fällt das Los. Die vergangenen Stunden waren die längsten und dunkelsten meines Lebens. Das Los war nicht auf meiner Seite. Somit gab es einen letzten Gratisflug mit verbundenen Augen, damit man den Weg zum Bunker nicht zurückfinden kann. Zum Tode verurteilt, ohne Wasser, Essen, Medikamente. Ausgesetzt im Wald und das mitten in der Nacht. Das ist der pure Horror. Wenn ich nur einen Hauch einer Chance haben will, sollte ich zusehen, dass ich aus dem Wald rauskomme. Und zwar schnell. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Vielleicht sollte ich als Orientierung diesem Weg folgen. In der Regel führen die meist irgendwo hin. Fuck! Was war das? Oh Mann, jetzt habe ich Puls. Aber ich sehe nichts. Ach, die beknackte Taschenlampe ist so hell wie ein Teelicht. Ich stolpere hier rum wie ein Zombie und mein Magen dreht sich im Kreis um meinen Arsch. Ich brauche irgendwas zu essen, sonst geht das nicht gut aus. Und nun fange ich auch noch an, Selbstgespräche zu führen. Was hat sich die Menschheit damit nur angetan? Reden jahrelang über Klimaerwärmung, CO2, Dieselautos und. Aber diese Nummer hier hatte keiner auf dem Schirm. Mann, Alter, wo bin ich hier? Ach, dieser Dreckswald muss doch mal ein Ende haben.
Na klasse, ein Krankenwagen. Der kann mir jetzt auch nicht mehr helfen. Zur Hölle! Scheiße! Ich hab nicht mal eine beschissene Waffe! Ich hab nicht nur eine perforierte Leber und tierische Kopfschmerzen, nein! Jetzt hab ich mich auch noch verletzt! Mann! Ich sollte in Zukunft besser aufpassen. Ich kann hier noch weiter umherirren, aber das macht's auch nicht besser. Ich sollte da hinten in der Ecke bei den roten Metalltoren mein Lager aufbauen. Ich komme mir hier vor wie bei der Grundausbildung. Robst wie so ein Teenager durch den Dreck. Ugh.
war das? Oh, ich bin sowas von im Arsch. Ich muss hier schleunigst weg. Fragt sich nur, wohin. Also wenn ich sonst nichts weiß, aber das weiß ich. Hier bleibe ich nicht länger als nötig. Sobald mich morgen die Sonne angrinst, nehme ich die Beine in die Hand und verschwinde von hier. Oh. Ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht die Knochen breche bei all dem Müll, der hier rumliegt. Offensichtlich ist das Industriegebiet hier zu Ende und es beginnt mein Lieblingsdistrikt. Scheiß Wald. Die hatten noch damals immer was von Waldsterben gelabert. Fakt ist, das trifft ja mal auf diese Region überhaupt nicht zu. Zeig dich! Alter, komm her, ich mach dich sowas von alle! Ich brenn dir deine Netzhaut mit meiner Taschenlampe von der Pupille!
Ich glaube, die Teile gehören mit zu den teuersten Taxis der Welt, die dich mit einer Alkoholvergiftung von der Fete abholen. Aber der erweiterte Service mit Übernachtung und Frühstück via Infusion ist nicht zu verachten. Was ist das nur? Ist da jemand? Hallo? Wenn das so weitergeht, benötige ich dringender eine Waschmaschine als einen Lagerplatz.